Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen den VfL Eintracht Hagen. Endstand vor 2328 Zuschauern 30:18. Ich begrüße den Gästetrainer Lars Hepp und bitte ihn um sein Statement. Ja, guten Abend von mir. Glückwunsch an meinen Kollegen und den HC Erlangen. Ich glaube, vollkommen verdienter Sieg. Ich hätte mir gewünscht, dass wir das Spiel für die zahlreichen Zuschauer ein bisschen länger spannend oder knapper gestalten könnten. Es war leider so, dass wir, ich glaube, bis zum 9-9 war alles in Ordnung. Und dann hatten wir eine Phase, wo wir, ich glaube, dreimal in Folge in aussichtsreicher Position den Ball nicht im Tor unterbringen und der Abpraller leider dann auch genau beim Gegner landet und Ole Rame zum Tempogegenstoß starten kann. Und so als Vergleich, letzte Woche gegen Aue hatten wir genau dieses Glück, was wir halt heute nicht hatten, dass der Ball dann, der zweite Ball bei uns gelandet ist, hatten wir halt heute nicht. Und ja, mit 5 Toren zur Pause, ja, dann war es eigentlich klar, dass es ja nur noch um die Höhe der Niederlage geht. Ich habe jetzt auch heute darauf verzichtet, irgendwie eine Abwehr auf diverse Experimente, weil wir uns in der 6-0-Deckung eigentlich weiter festigen wollten. Ja, und dann ist es leider eine sehr einseitige zweite Halbzeit geworden. Ich hätte mir gewünscht, dass wir da vielleicht ein etwas besseres Ergebnis noch hinkriegen. Aber ich glaube, mit dem heutigen Gegner müssen wir uns bei weitem nicht messen. Und von daher richtet sich jetzt schon die ganze Konzentration auf Bad Schwartau, unseren nächsten Gegner. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Hepp. Robert, 8. Heimsieg im 8. Spiel. Wie hast du die 60 Minuten gesehen? Ja, insgesamt bin ich zufrieden. Erstmal danke. Und ja, super Kulisse wieder, super Halle, super Publikum. Wir sind hier gut zu Hause. Mit 12 zu gewinnen, egal welcher Gegner, ist sehr gut. Ich fand, wir haben die ersten 25 Minuten ein bisschen nicht so gut Angriff gespielt, ohne Bewegung, ohne Durchschlagskraft, 1 gegen 1 und so weiter. Da wurde nach 15, 20 Minuten besser. Abwehr, ganzes Spiel bin ich sehr damit zufrieden. Auch viele Sachen, was wir gesprochen haben mit Abwehr-Torwart, hat heute zu 100% geklappt. Da bin ich sehr zufrieden. Das macht eine Sicherheit aus. Und wie gesagt, nach 20 Minuten haben wir auch diese leichten Tore gekriegt, Gegenstoßtore. Haben wir auch 5, 6 heute gemacht. Und das wollte ich einfach ein bisschen früher auch, weil wir haben auch anfangs gute Abwehr gehabt, aber keine einfache Tore gekriegt. Und wenn wir die kriegen, dann sind wir gut. Und dann danach wurden wir auch stärker im Angriff. Und ja, alle waren im Einsatz. Ich bin froh für viele Spieler. Chris Nienhaus ist fast wieder da in Abwehr. Alte Stärke. Jonas Link als Mittelmann macht es hervorragend im Moment. Ja, Olli hat heute viel gespielt, super Spiel gemacht. Wir haben ein paar Ausfälle jetzt, ein paar Kranke gehabt. Aber die andere, die jetzt Verantwortung übernehmen, macht das richtig gut. Und das, damit bin ich sehr zufrieden. Danke, Robert. Stefan, wie hast du das Spiel gegen Hagen gesehen? Ja, ich möchte mich zunächst auch nochmal beim Publikum bedanken und bei allen anderen, die hier mitwirken, dass wir hier das so auf die Beine stellen können. Ich möchte anknüpfen an das, was Robert zuletzt gesagt hat. Wir haben ja das Pech gehabt, dass Basti Preis sich gestern ausgerechnet im Abschlusstraining nochmal erneut verletzt hat. Das ist natürlich psychologisch der denkbar ungünstigste Zeitpunkt. Und wie die Mannschaft da heute mit umgegangen ist, man hat gemerkt, am Anfang war ein bisschen Unsicherheit drin. Aber letztlich, wie die Mannschaft dann über 60 Minuten damit umgegangen ist, hat mich heute beeindruckt, muss ich ganz klar sagen. Wir haben gesehen, dass wir über einen tollen Kader verfügen, sich das Ganze immer weiterentwickelt, die Mannschaft wahnsinnig gefestigt ist und auch Ausfälle kompensieren kann. Nico Teilinger war ja heute nur sporadisch anwesend, hat 2 Tage mit Fieber im Bett gelegen. Also das war eine geschlossene Mannschaftsleistung heute, da können wir drauf aufbauen. Und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden heute, das muss ich mal in dieser Deutlichkeit wirklich sagen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir am Ende so problemlos Hagen schlagen können, denn Hagen verfügt auch über viele Bundesliga-erfahrene Spieler und hat es uns am Anfang ja auch, wie man gesehen hat, schwer gemacht. Also wirklich Riesenlob heute an die Truppe.
Und jetzt geht es ja direkt weiter. Es gibt eine kurze Regenerationsphase und am Sonntag erwartet uns ein ganz, ganz schweres Spiel in Nordhorn. Und da müssen wir uns jetzt schnell wieder drauf fokussieren. Danke, Stefan. Zeit für eure Fragen. Bitte das Mikrofon nutzen. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Herr Hepp, es war ein typisches HCE-Heimspiel. Sie haben bis zur 23. Minute gut mitgehalten. Welche Rolle hat es da gespielt? Sie hatten zweimal die Chance, auf zwei Tore davon zu ziehen und haben da jeweils den Pfosten im Weg gehabt. Hat es Ihrer Mannschaft möglicherweise da einen Rückschlag verpasst? Also wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit hätte, würde ich weiter ausholen. Ob wir jetzt in Erlangen in der ersten Halbzeit mit ein, zwei oder drei Toren führen, ich glaube, das ist vollkommen egal. Ja, wir haben einen quantitativ sehr, sehr guten Kader, das stimmt. Nur Problem ist halt, ich habe 10 Neuzugänge, mit denen ich jetzt im Endeffekt seit Anfang und Mitte Juli arbeiten kann. Und unser Problem ist halt, dass wir extrem schwankend in unseren Leistungen sind. Wir machen ganz viele Sachen schon ganz gut. Dann haben wir aber auch wirklich Situationen, wo sich jeder wirklich nur fragt, was machen die eigentlich? Und das hatten wir jetzt in der Saison auch schon mehrfach. Es geht halt für uns so schnell. Und das muss meine Mannschaft halt auch lernen, dass man das, was wir uns in 20 Minuten aufbauen, dass wir uns das halt in zwei, drei Minuten in wenigen Situationen wieder umschmeißen. Und wie gesagt, ob wir auf zwei weggezogen wären, vielleicht hätten wir dann den Gegner 5 Minuten länger ärgern können. Also das ist, glaube ich, müßig. Christoph Benisch, Nürnberger Nachrichten. Robert, du hast die Abwehr gelobt, du warst 60 Minuten lang zufrieden. Die Abwehr war heute sozusagen vor einer schwierigen Aufgabe, weil Pavel ja sowieso schon länger nicht dabei ist und jetzt auch Basti Preis ausgefallen ist. Ich hatte den Eindruck, dass die Mannschaft am Anfang ein bisschen in der Abwehr unsicher war oder ein bisschen, ja, die Abstimmung doch noch nicht so gut funktioniert hat. Und das hat sich dann ein bisschen gebessert. Oder siehst du das anders? Warst du wirklich 60 Minuten lang zufrieden? Ja, echt. Also klar, dass man ein paar Sachen am Anfang, jetzt wieder neue Spieler, Basti ausgefallen. Aber wir haben ein paar Sachen, was wir 2 Tage lang abgesprochen haben, die waren da. Also da haben wir keine Fehler gemacht. Und dann weiß man nach 10, 15 Minuten, dann kriegst du sowieso die Sicherheit, weil du machst diese Sachen richtig. Mario geht in seine Ecke ab, er macht das und so weiter. Dass da ein paar Mal seine Ecke kurz und so weiter beim Spieler, das kriegt man wieder hin. Also, dass wir, ich fand ja, wir haben ja nur 9 Tore erste Halbzeit und dass man ein paar Fehler macht, damit kann man leben. Aber wir haben die richtigen Fehler gemacht und das ist wichtig. Im Mittelblock am Anfang oftmals die Lücke da genau an den Positionen, wo Preis und Horak normal stehen. Ist das jetzt diese Kombination der Spieler, gerade mit Tümmler im Zentrum, das, was du dir jetzt vorstellst für die nächsten Wochen? Oder überlegst du dir da zu rotieren? Du hast ja ein paar Spieler, die da spielen. Nee, man kann auch rotieren mit Nico Chris in der Mitte spielen und so weiter. Das haben wir schon genügend Leute, die auf alle Positionen spielen können. Ich fand, also das hängt auch, wer die Tore macht. Wir haben zum Beispiel Schneider, seine Würfe, ihn hatten wir direkt aus dem Spiel genommen, weil da hat Mario seine Ecke. Und dann, dass dann zwei andere Spieler in der Mitte Tore macht, da habe ich keine so Angst gehabt, weil das wusste ich, das kriegen wir langsam in den Griff und so weiter. Die sind nicht so gefährlich, aber wir haben die richtigen Spieler weggenommen, direkt von Anfang und ihr Selbstvertrauen. Und das hat nach und nach zu unserem Vorteil gebracht. Damit bin ich sehr zufrieden. Philipp Rosa. Vom Taktischen her super. Robert, du hast die erste Halbzeit ja nahezu durchspielen lassen, dieselbe Besetzung hast. In der zweiten Halbzeit, vor allem in der Offensive, ja sehr viel variiert. Auch Chris Nienhaus am Kreis oder Martin Stranowski auf links außen. War das dann eine Reaktion oder wolltest du dann in der Situation, wo es ja doch deutlich war, einfach auch mal probieren? Also das hat sich alles ergeben. Wir haben super gespielt. Zweite Halbzeit mit vielen Toren. Man kann einfach mehr wechseln dann, aber man will auch nicht. Wir haben jetzt noch einen Ausfall gekriegt mit Preis. Da will man am Anfang nicht so viel ändern, wechseln, dass die Jungs, die jetzt da anfangen, Sicherheit kriegen und so weiter. Und wenn man merkt, nach dieser 9-9 und wir gehen davon weg, dann kann man anfangen, da 1-2 und mehr wechseln und dann haben die auch eine Chance reinzukriegen, weil oft
der neue Spieler reinkommt, die brauchen immer ein paar Minuten warm zu werden. Und das haben die Jungs auch super gemacht, die jungen Leute, die reinkamen. Hannes Ries, Handballwoche. Herr Andersson, der eine oder andere hätte erwartet, dass Jonas Link früher spielt oder vielleicht in der ersten Besetzung. Haben Sie das Augenmerk hauptsächlich auf die Abwehr geregt, unabhängig von den Stärken, die er dann eingebracht hat? Genau, ich wollte erstmal Abwehr zusammenkriegen. Nicht zu viel Wechsel, Angriff, Abwehr, zwei Leute, sondern nur eine. Und deswegen hat Jonas erst nach 20 Minuten da reingekommen. Und ja, stimmt. Noch eine Frage an Sie, bezogen nehmend auf Ihre Bemerkung. Sie haben in den letzten Spielen mit taktischen Varianten Ihre Gegner überrascht. Heute haben wir jetzt keine Variante gesehen. Sie haben es nur kurz angedeutet, was war da der Hintergrund? Oder? Ja, es ist ja so, in der Liga hat man ja auch leider gar keine Geheimnisse mehr. Und wenn man jetzt so sieht, wir spielen gegen Rostock und gegen Aue zu Hause mit einer 4-2-Deckung, haben in Minden mit einer 3-2-plus-1-Deckung angefangen. Und wie ich finde, auch in der ersten Halbzeit Minden mindestens genauso lange ärgern können wie Erlangen heute. Da haben wir uns nur leider auch in der Vorwärtsbewegung wesentlich dämlicher angestellt. Also von daher, nur heute war für mich auch aufgrund der Fähigkeiten des Gegners, der Personalien beim Gegner war halt eigentlich ausgeschlossen, dass wir hier heute irgendwas versuchen wollten. Gibt es weitere Fragen? Alles geklärt, dann habe ich noch eine Frage, Stefan. Ist angesprochen worden, Basti Preis ist verletzt. Wie schlimm sieht es da aus? Ja, es ist so, dass er an der Vorderseite des rechten Oberschenkels sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Wird also, ja, man sagt, Pi mal Daumen, mindestens 3 Wochen ausfallen. Und wird natürlich intensiv jetzt betreut und behandelt und bekommt ein Programm, dass er so schnell wie möglich wieder fit ist. Und er fühlt sich heute schon wieder ganz gut, aber klar, er wird uns zunächst fehlen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich hoffe, dass wir das mit unserer Truppe kompensieren können. Auch dafür war heute die Erkenntnis, die wir gewonnen haben, dass das geht, sehr, sehr wichtig. Und was für mich heute auch sehr wichtig war, ist, dass man gesehen hat, dass wir physisch einfach, und dafür auch mal ein Riesenlob an die Truppe und auch an das Trainerteam. Also ich glaube, man hat heute auch gesehen, dass wir physisch einfach super in Schuss sind und dass das auch am Ende Qualität bringt und auch über Sieg und Niederlage entscheidet. Und da sind wir einen großen Schritt weitergekommen, glaube ich, jetzt im Sommer und im Herbst. Danke, Stefan, für deine abschließenden Worte. Ich bedanke mich für Ihr Kommen und wir sehen uns beim nächsten Heimspiel gegen Dormagen wieder. Vielen Dank.